Willkommen zurück bei The Witcher Part 51. Ja, was ist der Plan? Wir gucken einmal nochmal hier an das Brett. Hochzeitsbegleiter. Ja, da ist halt wieder nichts. So. Wir müssen jetzt Zoltan treffen. Ganz kurz einmal gucken, was wir machen. Ein Poet in Nöt. Ein Poet in Nöt. Ich nenne ihn Poet. Poet, Poet. Weiß ich nicht. Okay, wir rennen einfach. Plötzlich kann ein bisschen Pause machen. Boah, sind das hier so Trampelspuren vom Reiten? Keine Ahnung. Irgendwann ist auf dem Holz auch so eine Art Trampelfahrt. So, wir gehen hier hoch. Gehen dann hier hin. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... Verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Oh, super nett. Dies ist kein Ort für sie. Wenn ihr was zustößt, will ich Rittersporn nicht erklären müssen, warum sie hier war. Muss ich dich daran erinnern, dass ihr hier seid, um Rittersporn zu retten, nicht mich? Ich kann auf mich aufpassen. Na schön. Aber denk daran. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Nein! Mir ist gerade nicht danach. Spielt doch ihr beide. Gwent, ey, Gwent, ey, ich... Nicht immer, wenn man denkt, man hat's verstanden. Grundlagen. Das steht. Aber ich hab noch nicht alles verstanden. Priscilla, bleib hier. Ich glaube, das kenne ich echt noch nicht hier, den Part. Kommt da jetzt ein Sporn raus? Rittersporn. Verdammt. Shit. Geralt, ihm nach! Überlass die hier uns! Du wirst es nie lernen. Ah nee, ich soll das nicht machen. Tschüss, tschüss, tschüss. Können wir mich einfach in Ruhe lassen? Verdammt, hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Okay, danke. Hier sind sie durchgeritten. Ja, genau, hier sehe ich das. Muss ich die untersuchen? Nee, ich glaube, ich kann den einfach folgen, ja. Das Ding geht schon dahin.
so weit war ich noch nie. Das ist jetzt, glaube ich, würde ich sagen, ab jetzt ist, ich kenne das Spiel nicht. Kann sein, dass ich einzelne Nebenquests noch kenne, weil ich das damals in einer anderen Reihenfolge gemacht habe. Aber nee, eigentlich nicht. So. Ich will einfach hier weg. Komm, scheiß drauf. Gar kein Problem mit denen zu kämpfen. Ja, der ist einfach mal erstmal 18. Okay, der ist 4, der ist 4, der ist 4. Aber der eine ist 18. Also ich meine nicht vom Alter, sondern von der Stufe. Wir hauen jetzt erstmal ab, dass wir hier nicht mehr im Kampf sind. Jetzt gucken wir nochmal wieder nach der Spur. So, wo ist... Ach, guck mal, hier ist die Spur. Und hier geht die Spur weiter. Perfekt. Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Oh shit. Hier wollte ich gar nicht weiter, aber das war auf jeden Fall, dass man das sehen konnte. So, was ist, gibt's jetzt hier noch zu sehen? Weiter in die Richtung, weiter, 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 weiter. Oh, wie lang kann ich nicht reiten? Ey, wie lang muss ich denn jetzt noch laufen? Oh, hier geht's weiter, okay. Okay, man kann auch so einfach der Spur folgen. Hufspuren. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu laufen. Ich kann ja auch hier meine Hexersinne einsetzen. Ja, klar. Kann man das. Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat. Okay. Interessant. Ja, okay, das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ist wahrscheinlich einfach dieser... Sieht aus, als würde es lahmen. Mhm. Meinst du, das kommt jetzt gleich? Immer nur groß gucken, kurz gucken, ob man immer noch richtig läuft. Ja, tu ich, tu ich, tu ich, tu ich. Jemand hat geplaudert? Wenn Riesen Willi. Da, jetzt mit denen reden. Was ist los? Sag du's uns. Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja. Permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden.
Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke. Okay, jetzt gehen wir hier lang. Erstmal alles klauen. Ich glaube, das war auch der falsche Weg. So, ich muss einmal hinten ums Haus herum. Dann hier zu der Lady. Da aufschließen. Warum kann ich da nicht rein? Doch, jetzt wartet. Ist doch wieder eine verfickte Scheiße hier. Tut mir leid, ich... Ah, Hilfe. Ich kann mich irgendwie gerade bei Minecraft nicht anmelden. Das habe ich schon ausprobiert, das nervt mich. Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Und keine Mädchen. Ich kann dir den Hals umdrehen wie eine Masthähnchen, verstanden? Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber lebendig. Wie gesagt, 100 Goldbarren. Okay. 100 Goldbarren. Nicht mehr, nicht weniger. Die sind gleich hier drüber, oder? Julian Alpe-Tankert, bis kaum der letzte Hose sein. So, was muss man bis jetzt hier machen? Bitte, ich nenne doch jeder Ritterstaub. Das, mein Freund, mit einem Pseudonym. Ich kann doch nicht jedem dahergelaufenen Idioten meinen vollen Titel auf die Nase binden. Es ist noch weiter unten. Wenn du mich jetzt losmachen könntest. Könntest du mir mal sagen, was ich machen muss? Ah. Okay, hier ist du noch. Du hast eine weise Wahl getroffen. Eine Leiter. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Still, ich höre doch was. Weißt du, ich und ey, wie viel Bier ich mittlerweile habe. Schon fast mehr Bier als Wasser, glaube ich. Aber Essen ist wichtig. Kann man den Pfeffer auch essen eigentlich? Ganz kurz, einmal nur gucken. Ist Pfeffer Essen oder essen das so zu... Ey, wer ist denn bitte schon Pfeffer? Stirb! Ah, stirb, verdammt! Scheiße. So, perfekt. Oh mein Gott, so weit war ich noch nie. Ich habe noch nie Rittersporn befreit. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was... Komm mit. Reden wir draußen. Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan, aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Und irgendwie ist hier kein Pferd für mich.
Oder ist hier, wartet hier unten ein Pferd? Du bist so gut wie tot! Ja, ganz ehrlich, wir kämpfen einfach nicht. Wir hauen einfach ab. Er will mich jetzt verarschen. Und jemand hat mich hier... Ach, hier. Doch, man kann hier hoch. Ja, gleich. Oh, das sind viel zu viele Männer, gegen die einfach nicht kämpfen. Einfach nur abhauen. So, bitte, bitte abhauen, abhauen. Wo ist die Tempelinsel? Ist das da oben? Lass dein Pferd hier! Es muss sein! Irgendwie. Wir sind fast da! Los, auf ihn! Jetzt! Gut, perfekt. Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Ciri! Ciri? Verdammt! Nehmt diesen Mann fest! Ach, was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Den Unsinn wird doch keiner lesen wollen. Ach, sag mal, ist dir was in die Hosen gekrochen und hat dich gebissen? Ich bin nur besorgt. Um wen denn? Ciri? Hab ein bisschen Vertrauen, Geralt. Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Elaine, Ketmil Folie, Gledif Dorn Ebteneit, Bundro Itne Iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Venen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen.
Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Okay. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Irgendwie scheint mein Handy gerade beim Laden zu entladen. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Sorry für das. Ich kann jetzt auf die Erweiterung Blood and Wine gehen. Okay, alles klarchen. Ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Ja, so weit war ich noch nie. So, jetzt machen wir erstmal die 14er Sachen. War hier irgendein? Nee, dann machen wir doch jetzt erstmal die Statue des Adligen und das machen wir im nächsten Part. Bis dann, einmal speichern. Geht gleich sofort weiter. Ich muss eben kurz eine andere Sache erledigen. Ciao.